Ja, herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Empfang anlässlich der Pride Week und des Christopher Street Days hier im Rathaus. Im Namen des Senates begrüße ich alle ganz, ganz herzlich, ganz besonders unsere heutige Rednerin Imke Duplitzer, die da vorne steht und nach mir gleich sprechen wird, und Stefan Mielchen von Hamburg Pride, der auch gleich noch ein paar Worte an Sie und an euch richten wird. Ansonsten begrüße ich Antje Möller als Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, die vielen Abgeordneten, die ich schon gesehen habe aus Bürgerschaft und auch aus den Bezirksversammlungen. Die Oberlandesgerichtspräsidentin habe ich vorhin gesehen und den Polizeipräsidenten. Auch sie begrüße ich ganz herzlich. Und natürlich alle anderen, die heute unserer Einladung gefolgt sind und mit uns hier heute beschwingt und lustig und bunt einen weiteren Akzent setzen wollen in dieser wunderbaren Pride Week, die genauso vielfältig, genauso bunt ist wie das Treiben rund um den CSD. Und ich möchte nicht versäumen, noch einmal zu begrüßen unsere Gäste aus St. Petersburg und auch aus Dar es Salaam. Wir hatten gestern eine sehr eindrückliche, sehr offene Gesprächsrunde zur Situation von LGBTI, sowohl in St. Petersburg wie auch in Dar es Salaam, in unseren beiden Partnerstädten. Und heute ist der internationale Tag der Freundschaft. Und ich denke, es ist wunderbar, dass ihr den Weg auf euch genommen habt, dass die Kooperation, die hier auch über den LSVD immer wieder angestoßen wurde und eine gute Tradition ist, dass die auch in diesem Jahr fortgesetzt werden konnte, weil es einfach wichtig ist, hier im Austausch zu sein. Ich danke den Gästen für den Mut, sich zu öffnen und von der schwierigen, ja teilweise dramatischen Situation zu erzählen, unter der in St. Petersburg und Dar es Salaam eben nicht frei und offen und miteinander gelebt werden kann, unabhängig von sexueller Identität und Orientierung. Und ich denke, das sollte uns in diesen Tagen, die ja sehr viel Freude und sehr viel Unbeschwertes bedeuten, auch immer wieder vor Augen gehalten werden, dass wir viel erreicht haben, dass es noch unglaublich viel zu tun gibt auf dem Feld der Vielfalt, auf dem Feld der Gleichstellung, aber dass wir mit unserer Verantwortung, die wir tragen, auch international Mut geben können und auch viele Dinge unseren Freundinnen und Freunden aus St. Petersburg und Dar es Salaam mit zurückgeben können. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo ihr, wo sie stehen, aber vielleicht nochmal ein ganz herzlicher Applaus. Ich sage das so bewusst, ganz selbstbewusst, und Hamburg Pride trägt das ja auch sogar im Namen. Es ist unglaublich viel erreicht worden in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten. Nicht zuletzt die Debatte, die wir hier alle sehr engagiert geführt haben, um die Öffnung der Ehe beispielsweise, wo aus Hamburg heraus ja 1999 Richtung Bundesebene das Signal gesendet wurde, gleiche Rechte, gleiche Liebe, und wen man liebt und sich frei entscheidet, wen man heiratet, das ist ein Menschenrecht, dass wir jetzt 15 Jahre später, und ich habe es bei der Eröffnung der Pride Night letzten Samstag gesagt, sich fühlt wie so ein in Stocken geratenes Auto. Wir waren lange auf der Überholspur und sind jetzt gerade dabei, mit dem stockenden Motor irgendwo rechts ranzufahren, und werden von vielen anderen Ländern Europas, nicht zuletzt Irland, nicht zuletzt die Entscheidung Supreme Court in den USA, überholt. Und es ist für mich tatsächlich unverständlich, dass wir hier so zögerlich sind, dass es uns in Deutschland nicht gelingt, als Politik der gesellschaftlichen Akzeptanz, die es gibt, und da ist die Gesellschaft viel, viel weiter vorne als wir, einfach durch eine Initiative auch Taten folgen zu lassen, indem wir sagen, die Ehe für alle, für zwei Menschen, die sich lieben, wird geöffnet. Es wird niemandem etwas weggenommen. Aber diejenigen, die den Schritt gehen und den Bund der Ehe eingehen, egal ob zwei Männer, zwei Frauen, intersexuell oder transsexuell, die gewinnen viel und die erleben dann die vollständige Gleichstellung und natürlich die Umsetzung ihrer Grundrechte. Und ich finde, dafür lohnt es sich, immer weiter zu kämpfen, zu streiten auf allen Ebenen, parlamentarisch, in der öffentlichen Debatte und auch in dem privaten und beruflichen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich hoffe, dass all diejenigen, die heute hier sind, natürlich auch ihren Beitrag weiterhin dazu leisten werden. Ich werde es weiterhin jedenfalls tun.
wichtig die Bewegung, die Anfang des Jahres sich den besorgten Eltern entgegengestellt hat. Das waren viele. Viele, die aus allen Teilen Hamburgs, aus allen gesellschaftlichen Schichten zusammengekommen sind und gesagt haben, nein, wir lassen uns unsere Freiheit und unsere Selbstbestimmung nicht nehmen. Wir gehen auf die Straße bei kalten Temperaturen und ich bin außerordentlich dankbar, wie viele sich dort zusammengefunden haben. Sogar so weit, dass es jetzt auch zum Motto des CSDs wurde, Akzeptanz ist schulreif, um da ein klares Signal auch zu senden. Wir müssen von Beginn an, von der Schule an, und Hamburg ist da sehr weit, auch das ist, glaube ich, ein großer Erfolg, was Lehrpläne und Fortbildungen angeht und auch Beratungsprojekte. Wir müssen sehr früh anfangen, unsere Errungenschaften und unsere Grundrechte und die Freiheit von selbstbestimmtem Leben und unterschiedlicher Lebens- und Lebensformen in die Gesellschaft tragen und immer wieder neu für Akzeptanz werben, das fördern, Berührungsängste abbauen und das einfach auch stark ins Bewusstsein rufen. Das tun wir durch politische Diskussionen, das tun wir durch Demonstrationen, aber das tun wir eben auch im Rahmen einer so freudvollen und bunten Woche wie der Pride Week, weil das, glaube ich, noch viel mehr Menschen auch in der Stadt einfach sehr offenkundig und sehr präsent wird, dass es hier um echte politische Themen geht, um Gleichstellung, um Selbstbestimmung und um den Abbau von Diskriminierung. Ganz besonders toll finde ich in diesem Jahr, dass wenn man durch die Stadt fährt, man an ganz vielen verschiedenen Stellen die Regenbogenflagge sieht. Und es ist ja schon eine gute Tradition, dass das Rathaus die Regenbogenflagge hisst. Wir haben das gestern gemacht, viele von euch, von Ihnen waren auch da. Wir haben viele andere öffentliche Gebäude in diesem Jahr, Behörden, die geflaggt haben, aber auch private Unternehmer, Firmen, die gesagt haben, wir sind in diesem Jahr dabei. Die Hamburger Meile beispielsweise mit den drei dort ansässigen Behörden hat gesagt, diesmal keine Flagge, sondern wir nutzen die große LED-Wand, sodass auch jeder Autofahrer und jede Autofahrerin, die vorbeifährt, sieht, dass Pride Week ist und dass wir flaggen und dass Hamburg tolerant ist und immer wieder auch ein Zeichen setzt mit der Regenbogenbeflaggung. Ich will es ausdrücklich erwähnen, weil es das erste Mal ist und Herr Mayer ja auch hier ist. Wir haben uns außerordentlich darüber gefreut, dass erstmalig das Polizeipräsidium auch die Regenbogenflagge gehisst hat und sich unglaublich aktiv in die Aktivitäten der Pride Week einreiht und auch beim Straßenfest dabei ist, beziehungsweise mit Informationsständen auch informiert über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Vielen Dank, Herr Mayer, dass Sie sofort reagiert haben und das Polizeipräsidium geflaggt hat. Ich denke, das ist auch ein großer Applaus. Ja, es gibt weiterhin viel zu tun. Wir ruhen uns nicht auf dem aus, was da ist an Errungenschaft und an Erfolg. Wir werden weiter auf Bundesebene für Gleichstellung und Gleichbehandlung, gleiche Rechte uns einsetzen und kämpfen. Wir werden hier in Hamburg gemeinsam mit den Aktiven, mit den Initiativen und Verbänden den Aktionsplan voranbringen zur Gleichstellung, Diskriminierung entgegentreten und natürlich dadurch Akzeptanz unterschiedlicher Lebensformen auch deutlich verankern. Auch das soll getragen werden in der Breite der politischen Debatte und da freue ich mich auf die Diskussionen und da freue ich mich vor allem auf das Endergebnis und das Produkt, das wir dann hoffentlich auch in der Hand haben werden. Das wird in einem breiten Beteiligungsprozess stattfinden und wir kommen auch auf die verschiedenen Initiativen und Einrichtungen dann zu. Ich will, weil wir heute unsere Gastrednerin hier haben, Imke Dublitzer, von der ich gar nicht weiß, ob jeder genau weiß, wer sie ist. Ich als Sportbegeisterte kenne sie schon sehr lange, nicht persönlich, aber aus dem Fernsehen von Degenfechtwettbewerben. Imke Dublitzer ist aktiv beim LSVD auf Bundesebene, ist Degenfechterin, Silbermedaillengewinnerin im Mannschaftswettbewerb von Athen 2004, mehrfache deutsche Meisterin, Europameisterin und Vize-Weltmeisterin und ist eine Frau, das werdet ihr gleich erleben, die durchaus mit spitzer Zunge auch Dinge mal aufpiekst, die ein bisschen unangenehm sind, die Freundin klarer Worte ist. Und wir haben sie eingeladen, weil wir natürlich vor einer Entscheidung stehen Ende November mit dem Referendum, bei dem die Hamburgerinnen und Hamburger darüber abstimmen, ob sich Hamburg für die Olympischen Spiele 2024 bewirbt.
Und der Sport ist natürlich ein ganz entscheidendes Feld, um auch Vielfalt zu leben, um Fairness zu fördern, um Respekt zu zeigen, um Begegnungen auf Augenhöhe zu schaffen. Und gleichzeitig ist der Sport natürlich immer ein Bereich, wo gerade die klaren Geschlechterrollen im Wettbewerb und der Tabubruch Homosexualität und Transsexualität einer ist, der ungern thematisiert wird. Wir haben das jetzt im Zusammenhang mit dem Outing von Thomas Hitzlsperger erlebt, nach seiner aktiven Karriere, aber auch immer wieder, wenn es darum geht, Sport und Homosexualität, dass man da ein bisschen vorsichtig ist und versucht, das nicht so sehr zu thematisieren. Gerade die Sportlerinnen und Sportler halten sich in der Regel zurück. Manchmal outen sie sich dann nach ihrer aktiven Karriere, gerade bei den Fußballern ist das ja bekannt. Und wir versuchen, das Thema Vielfalt im Zusammenhang mit der Olympia-Bewerbung einfach stärker zu setzen, weil gerade wir da eine große Chance sehen, dieses Thema auch zu einem richtigen Qualitätskriterium für eine mögliche Bewerbung zu machen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass Imke Dublitzer heute hier ist und auch aus ihrer Perspektive als aktive Sportlerin, aber auch als lesbische Aktivistin hier ein paar Impulse mit Blick auf die Hamburger Bewerbung, die wir gerade entwickeln, auch einspeisen kann, von denen wir lernen können, Erfahrungen, von denen wir lernen können, aber vielleicht auch Fehler, die wir vermeiden können. Ich möchte zu guter Letzt danken, und zwar allen Ehrenamtlichen aus der LGBTI-Arbeit, aus der Community, aus den verschiedenen Verbänden und Initiativen, denn ohne euch und ohne sie würde die Arbeit, die Sichtbarmachung, die Beratung, das Begleiten von Menschen nicht stattfinden können. Und gerade vor dem Hintergrund der Debatten um die besorgten Eltern, um krude Argumentationslinien bei der Öffnung der Ehe für alle, geht es doch immer wieder darum und jeden Tag aufs Neue unsere Grundrechte auf Freiheit und auf Selbstbestimmung zu verteidigen, Mut zu machen, stark zu sein, stolz zu sein, so zu leben, wie man es sich aussuchen kann, soll und will. Und deshalb ist der ausdrückliche Dank und einer der Gründe auch dieses Empfangs, den wir dann hoffentlich nachher beschließen mit DJ Sunshine und ein wenig Musik und Essen und Getränken, dass wir auch nochmal Danke sagen für all das, was geleistet wurde hier in den letzten Monaten und Jahren mit klarer und starker ehrenamtlicher Arbeit. Vielen Dank und ich wünsche allen einen wunderschönen Abend, gute Gespräche und hoffentlich viele Einsichten und Erkenntnisse im Sinne einer starken Vernetzung für ein Miteinander, das mit Akzeptanz, das mit gegenseitigem Respekt geprägt ist und das einfach zeigt, Hamburg offen und tolerant und einfach eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen können. In diesem Sinne hoffe ich auch, dass wir eine tolle Parade haben. Letztes Mal 120.000 Besucherinnen und Besucher. Ich hoffe, dass das noch getoppt wird. Lasst uns da tanzen, lasst uns Gespräche führen und lasst uns die ganze Idee von Vielfalt und buntem Leben in die Stadt tragen. Vielen Dank. Applaus